Wir haben sie 99 Gründe Kampagne genannt und ich habe gestern Abend noch überlegt, was der Fachbegriff dafür ist. Es ist mir leider nicht gelungen, das noch zu recherchieren in der Kürze. Aber ich glaube, dass diese Form, wirklich mal die Leute zu Wort kommen zu lassen, was eigentlich, warum sie eigentlich das Gängeviertel unterstützenswert finden, dass das genau der Ansatz ist, den wir brauchen, weil unsere Besonderheit mit der Wohn- und der Kulturgenossenschaft eben nicht jedem so vordergründig sofort verständlich ist. Ich finde, das ist super gut gelungen. Vielleicht ein paar Beispiele aus der Kampagne. Wir haben zum Beispiel Fettes Brot. Die Hip-Hopper aus Hamburg, die sagen, wir sind Kulturgenossen, weil schwule Mädchen Platz zum Durchdrehen brauchen. Dann sind wir besonders glücklich, dass auch Christoph Rüben-Solter, der Generalintendant der Elbphilharmonie und der Leisthalle, einen wunderschönen Satz dazu gegeben hat, finde ich. Er sagt nämlich, ich bin Kulturgenosse, weil eine Elbphilharmonie allein noch keine Kulturstadt ausmacht. Joachim Reineck, der Architekt und Michel-Restaurator, wahrscheinlich wird er bald von sich sagen, ich bin auch der Gängeviertel-Restaurator, denn er ist ja hier der verantwortliche Architekt für den Sanierungsprozess und er unterstützt uns mit dem Statement, er ist Kulturgenosse, damit ein produktiver Ort mit Vergangenheit und Zukunft entsteht. Ja, und dann haben wir das Studio Braun, die sich für uns ins psychoaktive Humorkollektiv genannt haben, was ja auch tatsächlich der Realität entspricht. Und die unterstützen das Gängeviertel, damit aus Noten Hells wachsen. Wir sind auch besonders froh, Werner Grassmann zu haben. Besonders froh deshalb auch, weil das Hamburg Kino ja mittlerweile auch Bestandteil des Hamburg Kino e.V. Bestandteil des Gängeviertel e.V.s geworden ist und hier jährlich das Kinokabarett veranstaltet. Werner Grassmann, Regisseur und Gründer des Abertan-Kinos, sagt, ich bin Kulturgenosse, weil im Gängeviertel Kino auch von unten gemacht wird. Carsten Janke, der allseits bekannte Konzertveranstalter, unterstützt uns mit der Aussage, er ist Kulturgenosse, weil Kultur in den Gängevierteln der Welt entsteht. Und er war auch einer der ersten Genossen, die wir überhaupt damals, kurz nach der Gründung, gewinnen konnten. Oder beziehungsweise er ist direkt auf uns zugekommen. Genau, und ganz besonders froh sind wir auch, dass Gerd-Hinhard Behmer dabei ist, Kulturstaatsrat AD. Und er sagt, ich bin Kulturgenosse, weil Unangepasstes gut zu Hamburg passt. Wir haben auch Leute aus dem darstellenden Gewerbe, was besonders wichtig ist, weil hier ja eine Probebühne auch entstehen soll und weil sowieso schon Schauspieler und Performer seit Anfang an im Gängeviertel mit dabei sind. Wir konnten Feline Roggan gewinnen, die das Gängeviertel unterstützt, weil es Raum zum Probieren ist. Ja, also ich bin mal gerade, ich bin Kulturgenossin, weil die Räume und Geschichte das erklären. Ja, ich bin Gunter Gerner, ich unterstütze das Gängeviertel, weil wer es nicht wert, ist Hamburg nichts wert. Was ich damit meine ist, ohne das Gängeviertel wäre, glaube ich, Hamburg keine Weltstadt. Dass die Weltstadt aushalten, sowas, die Gegensätze zwischen der offiziellen und der von unten kommenden Kultur machen erst Hamburg richtig interessant. 2010 wurde ja nun die Genossenschaft gegründet, ist hervorgegangen aus der Initiative Kommen in die Gänge, die hier das, was wir hier sehen, maßgeblich aufgebaut hat. Wir haben uns seit 2010 vor allem damit befasst, uns zu strukturieren, Verwaltungstätigkeit aufzubauen. Wir haben die ersten Prüfungen über uns ergehen lassen vom Prüfverband. Nun ist es so, dass wir jetzt mit dieser Kampagne in die Offensive gehen, auch in eine Kommunikationsoffensive, um halt eben klarzumachen, dass wenn das Gängeviertel langfristig als der lebendige Ort im Bereich Kultur und Soziales erhalten bleiben werden soll, dann muss es hier auch ein anderes Verwaltungskonstrukt geben, was dahinter steht, als das, was allgemein etabliert ist, also keine Verwaltung durch eine Immobilienfirma, sondern es muss darum gehen, dass die Menschen, die hier im Viertel leben, mitreden können und dabei brauchen sie die Unterstützung anderer Hamburgerinnen und Hamburger. Deswegen haben wir uns schon 2010 für dieses Modell entschieden, das über eine Genossenschaft herzustellen. Wir fühlen uns sehr bestätigt in der Entwicklung der letzten Jahre, denn Genossenschaften erfahren allseits gerade eine Renaissance in verschiedenen Bereichen, aber auch gerade auch im Wohnungsbaubereich. Von fachlicher Seite wird herausgehoben, dass gerade diese direkten Mitbestimmungsmöglichkeiten an Stadtgestaltung, das basisdemokratische Prinzip, ein ganz großer Wert sind, dass Genossenschaften, gerade weil sie gemeinschaftlich sich organisieren, viel eher in der Lage sind, auch den kommenden Herausforderungen der Stadtentwicklung sich gegenüber sieht, angemessen zu reagieren, also sei es jetzt der demografische Wandel, sei es jetzt Überlegungen, also die Gestaltung hinsichtlich von Nachhaltigkeit, wie geht man mit Müll um, wie geht man mit Energie um, also eigentlich alles auch recht banale Sachen, die ganz wichtig sind,
die gerade auch hier bei dem Anlauf- und Sanierungsprozess intensiv diskutiert werden, und da ermöglicht die Genossenschaft einfach ganz vieles, was sonst nicht ohne weiteres möglich wäre. Denn das ist ja das Besondere an Genossenschaften, jedes Mitglied hat eine Stimme, die zählt gleich, egal wie viele Anteile gehalten werden. Es gibt Mitbestimmungsmöglichkeiten in entscheidenden Bereichen, und genauso wünschen wir uns das auch, denn das Gängeviertel als offener Ort, auch als öffentlicher Ort, soll sich auch in der Verwaltungsstruktur des Gängeviertels widerspiegeln. Das ist uns ganz wichtig, und deswegen ganz herzlichen Dank nochmal für eure tolle Unterstützung, auch an alle anderen, die jetzt nicht anwesend sein können, und wir freuen uns auf die vielen, die noch hinzukommen, denn weitere Motive sind in Planung. Mit den 10 Motiven, die wir jetzt sehen, das ist der erste Aufschlag, das geht weiter. Wir werden präsent bleiben in Hamburg. Mir ist ja wahrscheinlich auch bekannt, dass es auch an einigen Stellen in der Stadt Bestrebungen gibt, mehr Genossenschaften zu begründen. Kebab zum Beispiel ist eines dieser Projekte, das Verband, unsere Mitstreiter auf der kulturellen Seite in Altona sind dabei zu erkämpfen, dass dieses Gebäude in irgendeiner Art und Weise ihnen zu Eigentum wird. Und auch die Karolinengenossenschaft, die kennen Sie wahrscheinlich alle. Das ist etwas, was wir natürlich kräftig mit unterstützen möchten. Und ich hoffe, dass auch diese Kampagne nicht nur für die Genossenschaft hier im Gängeviertel wirkt, sondern auch noch weiter darüber hinaus. Diese Unsicherheit, in der wir nach wie vor schweben, die existiert tatsächlich, denn unser Kooperationsvertrag hat zwar einige Wege aufgezeichnet, aber wir sind noch lange nicht am Ziel. Bedeutet, wir wissen bis heute nicht genau, wie die Mieten für insbesondere die Gewerbeflächen sich gestalten werden. Und aus diesem Grunde brauchen wir eben ganz, ganz viele Unterstützer, die diese Kultur von unten hier vor Ort unterstützen wollen, mit ihrem Beitrag, ihrem Anteil. Unser Herzstück, das ist nämlich das dahinterstehende Gebäude hier im Hof, die Fabrik, was sich zu einem wahnsinnigen Zentrum für alles entwickelt hat. Viel Kultur bietet, aber auch viel Produktionsfläche und ein Ort der Bildung, zu einem Ort der Bildung geworden ist, was wir natürlich auch weiter ausbauen möchten. Genau da gibt es tatsächlich schon Berechnungen, beziehungsweise so mitten im Prozess. Die Planung steht sozusagen, die Zahlen liegen uns im Prinzip auch schon vor. Und wir wissen schon heute, das wird ein ziemlich dickes, fettes Hindernis geben. Es wird für uns als ehrenamtliche Initiative zu teuer. Um diese Flächen zu sichern, um da auch eine Grundlage zu diesen nächsten Verhandlungsschritten mit der Stadt zu haben, wäre es natürlich wunderbar, wenn wir da noch viel mehr Unterstützung, nicht nur monetärer, sondern auch ideeller Art bekommen. Denn ich glaube, bis heute hat vor allem die SPD-Regierung noch nicht ganz verstanden, worum es uns hier wirklich geht. Wir sind so zu einem kleinen Art Wohnprojekt verkommen, was wir durchaus auch sein wollen, nämlich im Bereich des sozialen Wohnungsbaus. Aber wie gesagt, es geht um viel, viel mehr hier. Da möchte ich auch noch mal ganz kurz vorstellen, weil wir haben ja ganz, ganz viele Arbeitsgruppen. Wir haben auch eine Art Verhandlungsgruppe, die sich immer wieder neu bestückt. Aber eine Person hier, die noch gar nicht zu Wort gekommen ist, beziehungsweise noch nicht vorgestellt worden ist, ist Claudia Pigorst. Sie ist mit im Vorstand der Gängeviertelgenossenschaft, aber auch wichtiger Teil der Verhandlungsgruppe. Und wir sind gerade im Gespräch mit der Stadt genau darüber, wie wir diese Fabrik in die Zukunft retten können, als das, was sie eigentlich schon geworden ist. Ich würde jetzt aber gar nicht mehr so viel darüber erzählen. Ich glaube, es wird demnächst ja sowieso eine neue Pressekonferenz geben, nämlich zum Baubeginn. Da wird diese ganze Thematik auch nochmal aufgerollt werden. Wenn wir jetzt da in die Details gehen, würden wir wahrscheinlich noch 2 Stunden hier sitzen. Das ist auch nicht ganz einfach, es ist ein komplexes Thema. Ich würde jetzt sagen, wir hören jetzt an dieser Stelle erstmal auf und stehen jetzt erst einmal für Nachfragen. Wie weit seid ihr denn im Moment mit den Sanierungsarbeiten? Die haben noch nicht begonnen. Wir können ja gleich mal noch eine kleine Tour machen. Mhm. Wenn Sie um die Ecke gucken, sehen Sie, dass die Straße aufgerissen. Da ist irgendwo in irgendeinem Amt, ich weiß gar nicht, welches Amt dafür zuständig ist, auf jeden Fall was daneben gegangen, weil 2 Baustellen zur gleichen Zeit geplant worden und genehmigt worden sind. Und die Wattenfall war schneller. Also insofern müssen wir jetzt warten, bis die fertig sind. Und dann geht's los. Also das, was Sie jetzt eigentlich anfangen wollen, dieses Jahr, das von. Das wird dieses Jahr beginnen, voraussichtlich ist Wattenfall Mitte September fertig und dann fangen wir sofort an. Zuerst also wird das Kavamacherei 43 bis 47, das Haus der Kupferdiebe, begonnen und ich glaube einen Monat später ungefähr das daneben liegende Haus und dann im nächsten Jahr die Fabrik. Die Finanzierung ist soweit gesichert, aber was nicht gesichert ist, in welcher Form wir als Verein und Genossenschaft dieses Gebäude betreiben können. Naja, und vor allem halt auch, wie es betrieben wird. Ja. Also jetzt also ist es ja so, dass das Gängeviertel sich sehr viel Mühe und sehr viel Energie reinsteckt, ein möglichst offener, auch unkommerzieller Ort zu sein. Das wird ermöglicht durch das ehrenamtliche Engagement der hier Tätigen. Stadt gestalten
das funktioniert halt nicht nur in dem, was man baut, sondern auch, wie man es betreibt. Und das ist halt eben hier gerade die Knackfrage, wie kann so ein soziokulturelles Zentrum hier mitten in der Stadt von Hamburg funktionieren? Dass das eine Einrichtung ist, die keinen Gewinn abwirft in finanzieller Hinsicht, ist klar. Aber dass es ein ganz großer Gewinn für Hamburg ist, dafür ist es halt eben wichtig, dass es durch die Genossenschaft betrieben wird und dass möglichst kostengünstig Angebote zur Verfügung gestellt werden. Und was auch in unserer Bestrebung liegt, und da sind wir relativ weit, da möchten wir auch bei der Kulturbehörde und dem Bezirksamt Mitte danken, denn wir haben für die Zwischenzeit, also die Phase, in der das Gebäude der Fabrik in Sanierung geht, vor, ein Testgelände einzurichten. Das heißt, wir werden das Betriebskonzept, was eingereicht wurde, auch um diesen ESPA-Antrag zu stellen, den möchten wir gerne an anderer Stelle ausprobieren. Wir sind dabei, Flächen zu finden, die uns das ermöglichen, und haben ein sehr schönes Unterstützungsschreiben von der Kulturbehörde, von Frau Kisseler, unterzeichnet, mit Andi Grote als Bezirksamtsleiter. Und wir sind jetzt momentan auf der Suche, falls Sie Ideen haben. Wir brauchen um die 1200 Quadratmeter und werden da sozusagen unser Betriebskonzept aufleben lassen und das dann über die Zeit der Sanierung weiterführen, um dann in ein fertig saniertes Gebäude einzuziehen. Das Viertel ist auf 8 Jahre angesetzt, also mindestens 8 Jahre. Was ist jetzt die Grundfinanzierung? Also Genossenschaft, ich glaube, ich habe gelesen, 350 plus oder so sind jetzt Genossenschaftsanteile gezeichnet. Damit lässt sich ja kein Viertel sanieren. Ne? Woher kommen die Gelder? Ich bin derzeit 369, also es geht noch weiter. Und das ist die Kampagne, wir arbeiten dran. Also en Detail weiß ich es auch nicht, es sind unterschiedliche Finanzprogramme fließen da rein, KfW, WK-Mittel, wie du schon gesagt hast, die EU gibt was dazu für die kulturellen Aspekte. Es gehen auch Haushaltsmittel rein, die Stadt hat das ja über Jahrzehnte hier auch verfallen lassen und ist natürlich auch in der Pflicht, jetzt hier dafür zu sorgen, dass ihre eigenen Gebäude erhalten bleiben und wieder saniert werden. Wir haben ja immer betont, unsere Idealvorstellung ist, einen Erbpachtvertrag zu erreichen mit der Stadt. Das heißt, es bleibt im Besitz der Stadt. Trotzdem haben wir die Mitbestimmungsmöglichkeiten, die wir brauchen. Da wollen wir hin. Da haben wir halt keine Sicherheit und deswegen können wir auch nicht sagen, wir brauchen so und so viele Mitglieder, ne, um das Kapital zu haben. Das ist ja genau gerade das Problem. Und es ist auch nicht geklärt, ob wir diesen Erbpachtvertrag wirklich aushandeln können. Damals, als wir sozusagen, es gab ja diesen Regierungswechsel in unserer Verhandlung, haben wir mit Schwarz-Grün begonnen, dann kam die SPD zum Zuge und in dem Kooperationsvertrag, den wir dann letztendlich unterzeichnet haben, in dem wir eigentlich angestrebt hatten, das schon in diesem zu klären, wie denn die Zukunft aussehen könnte, ist mehr oder weniger auch eine Option offengestellt worden von Seiten der Behörden oder Senats, dass es zum Verkauf kommen kann. Also das heißt, unter Umständen werden wir dann vor die Wahl gestellt, ihr kauft es zu diesem Preis oder jemand anderes kauft es. Das sind alles noch ganz, ganz offene Fragen und auch Befürchtungen tatsächlich, dass es unter Umständen zu einem Verkauf kommen muss, weil die Stadt dieses Geld zurückfordert, was jetzt reinfließt. Und die Frage ist, wie hoch wird der Preis sein und welche Chancen haben wir? Umso schwierig, dass wir uns in der Planung ist, umso besser, dass wir dieses Genossenschaftsmodell für uns entdeckt haben, weil das natürlich nach oben ausbaubar ist. Wir können erstmal eine Grundfinanzierung einer Generalmiete damit sichern und die anderen Schritte, je nachdem, wie viel Genossen wir gewinnen können, sind nach oben offen. Und das ist halt das Wunderbare an diesem Modell. Also unser Wunsch ist natürlich, entweder diesen Erbpachtvertrag zu erlangen oder aber bis dahin tatsächlich so ein Standing und auch politische Kraft zu haben, zu sagen, so, okay, wir kaufen es, aber wir ziehen mal alles ab, was wir mittlerweile an Eigenleistungen, an vielen, vielen Arbeitsstunden und an ja auch gesammelten Spenden und Unterstützung reinfließen lassen. Denn ich glaube, wenn wir die Rechnung aufmachen in 8 Jahren, müssen wir es eigentlich geschenkt bekommen. Was draufkriegen? Das wäre ja dann nicht geschenkt. Das wäre nicht geschenkt, es wäre hart erarbeitet, aber von Seiten anderen. Also die Politik würde es dann als Geschenk empfinden wahrscheinlich. Aber das Geschenk haben wir ja schon längst gemacht. Zumal viele der verlorenen Zuschüsse ja auch deshalb fließen, weil das Konzept, was wir vorgelegt haben, so stichhaltig ist und so überzeugt. Privatisierung ist im Sinne wie von Finanzinvestoren, ist es uns doch ein Anliegen, dass es öffentliches Eigentum bleibt. Aber trotzdem brauchen wir Mitbestimmungsmöglichkeiten und können nicht fremdbestimmt sein, wenn das hier ein lebendiger sozialer Ort bleibt. Die Sanierung beginnt im September dieses Jahres mit den ersten 2 Häusern an der Kachermanner Reihe und wird sich insgesamt über 8 Jahre hinziehen. Die Kampagne hat ja einige berühmte Unterstützer. Welche sind denn dabei? Ja, also wir haben jetzt 10 Motive ausgewählt. Wir haben
viel mehr auch noch, die wir nachschieben werden. Uns war es erstmal wichtig, jetzt eine gute Mischung hinzubekommen, aber mit dabei sind zum Beispiel Fettes Brot oder Herr Liebensolter, der Generalintendant der Elbphilharmonie, Fraktus, auch bekannt als Studio Braun. Also das ist natürlich eine ganz tolle Unterstützung, über die wir uns auch ganz besonders freuen. Und die haben auch Anteile gezeichnet und sind Kulturgenossen. Genau, die haben fast alle Anteile gezeichnet oder es hängt noch an Kleinigkeiten, dass sie noch nicht Kulturgenossen sind, aber es bald werden. Wir möchten natürlich möglichst viele Hamburger aufklären, dass das Gängeviertel eben nicht nur eine Wohngenossenschaft ist, wo Leute nur Anteile kaufen, die ja auch wohnen wollen, sondern dass es eben eine Kulturgenossenschaft ist, um ein breit gefächertes Programm zu ermöglichen, das eben auch einen niedrigstelligen Einstieg ermöglicht. Niedrigschwellig im Sinne von finanziell niedrigschwellig. Unabhängig von der Diskussion sind natürlich die Vorstellungen der Stadt, Miete oder Abfachzinsmäßig so hoch, dass wir Unterstützung brauchen. Auch vor allen Dingen, wenn man das professionell betreiben will, heißt, wir müssen Stellen schaffen. Wir haben jetzt 369 Genossen in Spee. Wir sind ja eine Projektentwicklungsgenossenschaft. Das heißt, bisher gibt es nur 35 Mitglieder, die anerkannte Genossen sind. Die restlichen Hamburger zahlen auf ein Treuhandkonto ein. Und das Geld bleibt da auch liegen, bis wir in Verwaltung gehen. Bis also die Verhandlungen mit der Stadt zu einem Ergebnis geführt haben, wo wir sagen können, ja, wir sind eine Genossenschaft, die jetzt auch eben die Räume betreibt. Wir glauben, es muss noch ein Sanierungsabschnitt sein. Und dann können wir über die Gelder verfügen und werden in Verwaltung gehen. Wahrscheinlich erstmal an der Kaffeemacherei mit den beiden ersten fertigen Häusern. Naja, es waren 8 Jahre geplant, 2010 sollte es losgehen, jetzt haben wir 2011, jetzt haben wir 2013. Wenn man jetzt 8 Jahre sagt, wäre man, glaube ich, sehr optimistisch. Aber ich hoffe, dass wir bis 2020 damit dann auch vielleicht so weit sind, dass wir sagen können, okay, jetzt sind es nur noch die kleineren Arbeiter. Wir freuen uns über Carsten Jahnke, der schon sehr früh Genosse war. Und der jetzt eben auch als Kampagnenmotiv die Kampagne unterstützt. Wir haben Fettes Brot gewinnen können, die als Gruppe einen Anteil zeichnen und die das Viertel aber auch schon sehr früh unterstützt haben, als sie hier nämlich als die Schreckpistols einen Überraschungsgig ganz am Anfang gemacht haben, wo die Hütte aus allen Ebenen geplatzt ist. Deshalb brauchen die schwulen Mädchen auch mehr Platz zum Durchdrehen. Wir finden, dass die Stadt schon genug städtisches Eigentum verkauft hat. Deshalb wäre es uns lieber, einen Erbpachtvertrag zu bekommen, anstatt zu kaufen. Wir bestehen aber eigentlich auf dem, weil wir natürlich weiterhin als unabhängiges, selbstverwaltetes Zentrum gerne in eigentumähnlichen Verhältnissen wären. Und das Schöne an einem Genossenschaftsmodell ist ja, das ist zwar eine Form von Privatisierung, aber auch wieder eine breitere Gemeinschaft. Da finden wir das Erbpachtmodell eben genau das Richtige. Noch eine Frage. Utopie TV sind wir. Nicht Utopia TV. Was ist deine persönliche Utopie fürs Gängeviertel? Meine persönliche Utopie? Das ist ein. Dass wir einen gangbaren Weg aufzeigen aus dem bestehenden System in eine bessere Zukunft. Ich glaube mittlerweile fest daran, dass Genossenschaften ein wunderbares, jetzt justiziables Mittel ist, um gelebte linke Politik zu machen. Und eben auch so ein Projekt wie das Gängeviertel halt in der Innenstadt Hamburgs als Gegenort zu betreiben. Danke. Ich glaube, ja.